sagen, das war Workshop 8, die erfolgreich beendet worden, werden kann da damit. Und wir wünschen irgendwie viel Vergnügen. Wir hoffen, ich wollte das Licht gerne noch ein bisschen dimmen, aber unser Hausmeister ist gerade nicht auffindbar. Die RSVlerin guckt nochmal, ob sie ihn findet, aber sonst müssen wir es einfach akzeptieren, wie es ist. Und wir fangen einfach an. Er hat ja ein neues Buch geschrieben, aus dem er lesen wird. Ja, das würde ich machen. Genau, also das heute geht es, oder jetzt, in erster Linie um das neue Buch. Aber ich möchte kurz noch sagen, also ich weiß nicht, ob mein Verleger noch, der Brian Bock, der ja ein Ludwigsburger Verleger ist, ich weiß nicht, man kennt ihn vielleicht, er macht auch die Babylon. Zum Beispiel, das ist eine süddeutsche Literaturzeitschrift, also macht zwei eigentlich, er macht das sehr viel, aber macht auch die Matrix und die Babylon, und die ist gerade aktuell erschienen und so weiter. Da geht es dann auch um den letzten Andreas Griffus-Preis. Also wir haben hier von der Künstlergilde der Vorsitzende, Reinhard Erfolkan von der Künstlergilde Esslingen. Und da sind auch Beiträge drin. Also der Andreas Griffus-Preisträger letztes Jahr war dann der, hier ist er, der Herr Dürrich, Benedikt Dürrich. Und wir hatten da die Veranstaltung, die Preisverleihung im Gerhard-Hauptmann-Haus in Düsseldorf. Und hier ist eigentlich alles mit Bildern und so weiter, alles noch mit drin. Und dann habe ich eben auch Gedichte, auch eine Vorstellung von man sieht es hier, vom Winterdienst zum Beispiel, also auch mit Gedichten bereits aus dem Band. Also wie klar ist natürlich, also das Buch ist natürlich auch im Pop-Verlag Edition Monrepo erschienen, aber auch im Pop-Verlag ganz aktuell. Und ja, also es ist ein Prosa-Buch. Also ich sage jetzt am Anfang, ich lese den einfach mal, es sind Prosa-Teile drin, es sind Gedichte drin, es geht letztendlich alleinig um das Thema Traumatisierung, also es geht rückwirkend hervorgegangen aus dem Projekt mit schwer traumatisierten Kindern und Jugendlichen in einer Wohngruppe im Kreis Ludwigsburg. Also das, was hier sozusagen beschrieben steht, ist tatsächlich alles definitiv so passiert. Also es ist kein fiktives Buch, es hat nichts mit Fantasie oder mit irgendwas zu tun. Es ist eigentlich nur wieder auf einer bestimmten Ebene wiedergegeben, wie ich es dann als Mitarbeiter empfunden habe. Die Sprache ist, gewissermaßen dem Inhalt angemessen. Also das Ganze, in dem ganzen Buch kommt kein Satzzeichen drin vor. Also so weder im Prosa-Teil noch im Gedichteteil. Das heißt, ich werde Sie jetzt schon mal ein bisschen darauf vorbereiten. Das ist natürlich eine bestimmte Art von Sprache. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass man sich daran gewöhnen kann. Also ich habe es zumindest beim Schreiben so erlebt, dass man das, und ich glaube auch, also dass das auch also meiner Ansicht nach oder bei mir dann eine Sprache war, die ich fand gewissermaßen, die war für mich stimmig im Hintergrund mit dem Inhalt, hat natürlich auch was mit Zerrissenheit zu tun und so weiter, hat was mit Strukturlosigkeit zu tun, und die Arbeit letztendlich war für mich dann auch strukturlos oder das ganze Konzeptlosigkeit, und so glaube ich dann einfach auch die Form wirklich so entstanden, dass es ohne Punkt und Komma auskommt. Ich lese jetzt natürlich, also ich habe mir jetzt ein paar Teile rausgesucht und so weiter, also es waren insgesamt die 7 Jungs, ich stelle hier, ich kann natürlich nicht alle vorstellen, das ist ganz klar, aber ich habe jetzt hier mal mich auf zwei Jungs eher festgelegt und so weiter. Aber ich glaube, es geht um einen Dienst, Winterdienst. Erster Teil. Hier der Dienstplan. Stimmentage, kälterer Nebel verdichtet sich heute am ersten Tag des Dienstes in der Luft. Riecht es nach Winter, drinnen
wird über den Dienst gesprochen. 7 Kinder, eine Wohngruppe mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen, Namen Benjamin bis Patrick. Meine Frage: Nein, für Gruppenangebote ist es zu früh, hier die Namen der Mitarbeiter drinnen am langen Holztisch. Die Frage, wo sind die Kinder? Der Heimleiter scheint jung, das Haus nennt sich Villa, also ein sicherer Ort für die Kinder, wird gesagt, eine lange Geschichte. Die Kinder sind verstört, sagt der Leiter. Von einem Ausflug kommen sie nachher, worüber wollen wir sprechen, hier im Schrank die Medikamente, Akten verschlossen. Das Konzept natürlich, es wird sich finden, hin und her rückt der Heimleiter, wird sich entwickeln, seit kurzer Zeit gibt es das Heim. Es ist noch Raum genug, es wird sich zeigen mit der Zeit. Leise spricht der Zeit und Geduld. Nein, jetzt noch keine Einzelbetreuung, Gruppenarbeit, aber Ausflüge, vor allem im Sommer. Hier die Fotos vom Schwimmbad, die Kinder am Beckenrand, Benjamin, Patrick, die Namen werden ihnen geläufig. Hier am Sprungbrett, Cedric liebt das Wasser, ist am längsten hier. Mäß und auf der Wiese, der Älteste in der gelben Badehose, Michael. Sie sehen, es gibt Möglichkeiten, im Winter Eislaufen. Es entwickelt sich, hier hängt der Dienstplan, momentan eng besetzt, ein Problem, geeignetes Personal zu finden. Überhaupt in der Entwicklung werden weitere Fachkräfte gesucht, die Ausschreibungen laufen, die Ausflüge. Wir haben einen eigenen Bus für die Gruppe. Wenn Sie Ideen haben, gerne, Sie können doch Bus fahren. Wir machen eine Übung. Zum Personentransport ist Vorschrift. Die Psychologin kommt einmal die Woche, das pendelt sich ein. Sie laufen erst einmal mit im Haus, wurde einiges getan, Wände herausgerissen, die Umbauten sind abgeschlossen. Dann zeige ich Ihnen die Stockwerke, die Zimmer der Kinder, jedes hat sein eigenes, das Haus gehörte früher zu einem Bauernhof, wurde neu gestaltet für die Bedürfnisse, ganz aus Holz, ein Baumhaus sozusagen. Sicherheitsbeauftragte waren sie. Natürlich sind Feuerlöscher im Haus. Dann sind sie hier genau an der richtigen Stelle. Rauchmelder, ja ehrlich gesagt, ich habe noch keinen gesehen. Sie haben einen Blick dafür. Gut, Sicherheit geht vor im Ganzen. Bleibt nicht immer genug Zeit, nach allem zu schauen, was anfällt, gerade am Beginn. Wir sind noch in der Entwicklung, brauchen fähige Kräfte, ganz ohne Frage. Sicherheit hat Vorrang. Wir werden nach den Feuerlöschern schauen, Rauchmeldern. Danach hat noch keiner gefragt, aber gut, Sie haben ein Auge dafür, das kann nicht schaden. Sagen Sie, was Ihnen auffällt, ich gebe es weiter, erst einmal die Rauchmelder. Werde mich darum kümmern, ist bisher keinem, aber sprechen Sie, halten Sie es nicht zurück. Was Ihnen auffällt, jede Anregung ist willkommen. Die Stromkabel aus der Wand habe ich bereits gemeldet. Hier sicher, das geht nicht, muss gesagt werden, gemeldet, gut. Schauen Sie sich um, ich mache eine Liste, wenn Ihnen noch etwas auffällt, gerne, dann haben wir das zusammen. Darüber hinaus Schichtzulage, hier der Dienstplan. Erster Tag, womöglich Teambesprechung, wir brauchen ein erweitertes Führungszeugnis für jeden Mitarbeiter. In der Mittagspause beschäftigen sich die Kinder selbst. Hier der Spieleschrank in der Nähe der Wald als Möglichkeit, ein Lenkdrachen. Hier in der Schublade darüber hinaus laufen Sie erst einmal mit, lernen die Kinder kennen. Gerne kann ich schon etwas dazu sagen, wenn Sie wollen, zu den einzelnen Kindern. Hier die Akten. Cedric der Erste, der kam aus Verwahrlosung, Gewalterfahrung in die Kiste gesperrt, will herrschen, um seine Hilflosigkeit zu bewältigen, sehr eifersüchtig. Ich sage, ich zwing dich nicht, du zwingst mich nicht, ich bin der Bezugsbetreuer, dazu kommen wir noch später, findet die neue Zuordnung statt. Cedric will jemand für sich, Benjamin. Kommt aus einer Familie mit Drogenhintergrund, Gewalterfahrung, mit schlechter Wohnsituation, Geschwister in anderen Einrichtungen. Devon war völlig unerreichbar, abwesend, regungslos, Mutter nicht vorhanden, Gewalterfahrung,
Vernachlässigung von einer Einrichtung zur anderen. Mesut, bald 14, kam aus der Psychiatrie, Vater schwer gewütet, sexuelle Übergriffe, Gewalterfahrung. Geschwister in anderen Einrichtungen, Mutter geflohen, vermutlich mehrere Täter, Sprachprobleme. Michael, Gewalterfahrung, Täter, der Lebensgefährte der Mutter, Gewalt auch vom Vater, völliger Verweigerer, Psychiatrie angesagt. Bei allen allgemeines Bedrohungsgefühl, Patrick, 10 Jahre, Mutter, will nichts von ihm wissen, Gewalterfahrung, Pflegemutter, Personensorge beim Vater, Psychiatrie ist angesagt. Simon, depressiv, Vater, Mutter, dringend, Geschwister in anderen Einrichtungen, Gewalterfahrung, Vernachlässigung, Verbrennungen 2. bis 3. Grades, Narben am ganzen Körper, kam aus der Psychiatrie, 7 Kinder. Sie werden sie alle kennenlernen. Wenn Sie Fragen haben, es wird sich ergeben. Meist sind wir im Dienst zu zweit am Beginn zur Einarbeitung. Sie laufen erst einmal mit, haben einige Erfahrung, das ist gut. Einiges mit Kindern, Jugendlichen durchlaufen, gewohnt. Wir suchen erfahrene Kräfte. Sie können ihre Meinung vertreten, Grenzen setzen, haben ein gewisses Alter, es wird sich ergeben. Wir sind doch alle noch in der Entwicklung, einiges muss ich finden am Anfang. Erste Geräusche, Schreie, die Kinder kommen mit einem Bus, eine Welle schwappt herein, Stimmen durcheinander, bahnen sich den Weg in die Ruhe, brechen ein, Rufe, Gebrüll am Tisch, sitze ich, warte ab, schaue, was geschieht. Erster Blickkontakt, eine Sekunde, das ist Benjamin. Kurze Bewegungen weg, ein neues Kindergesicht um die Ecke. Draußen die leisen Schneeflocken, das ist Mesut. Kurz der Älteste, 14 Jahre, wird gesagt. Der Größte der Kinder, ein dumpfer Schlag. Das ist Patrick, er stürzt in den Raum, rennt um den Tisch um mich herum. Hallo, sage ich, er rennt um mich herum, hinaus, 2 Schreie gleichzeitig durcheinander. Mesut haut auf den Tisch, ich spüre die Vibration. Was ist los? Ein Schlag aus dem Nichts. Was es wird, seinen Grund haben. Ich bleibe ruhig sitzen. Was soll ich tun? Aufstehen, mitlaufen. Wohin? Die Stockwerke auf, runter. Hallo. Das ist Michael. Mesut soll ihn gehauen haben. Wir auch. Immer. Keiner hat etwas gesehen. Mesut läuft hinauf in sein Zimmer. Womöglich kommt es wieder. Hier, das ist Devon, der Jüngste. Hier, ich bin angekommen. Werde mitlaufen. Nachher gibt es Essen, wird gesagt, die Köchin macht heute Nudeln. Das mögen die Kinder, wird gesagt, im Haus, das ehemals Teil eines Bauernhofes war. Das ist Simon, ich weiß, die Brandwunden. Er schaut in meine Richtung, steht da, schreit nicht. Hallo, sage ich, winke ihm vorsichtig. Er steht ruhig, ich weiß nicht, was er sieht, wenn er mich sieht überhaupt. Was er sieht, hört, weiß, meine Stimme, die Stimme alleine. Wurde gesagt, eine Ähnlichkeit, schon ist es da, das ganze Bild aufgestoßen. Simon. Er wiederholt, ich will meinen Atem, alle sehen ihn draußen, wenn es kalt ist. Das ist doch, ich kann meinen Atem nicht mehr sehen, das ist doch gut, dein Atem, ein gutes Zeichen, er wiederholt. Er will nicht mehr raus in die Kälte, dreht sich um, geht langsam, Mesut will mir sein Zimmer zeigen. Gut, wir gehen, ich werde mich reinfinden, laufe erst einmal mit in einen Vorraum. Plötzlich rennt Patrick auf mich, ich bin mit Mesut und Patrick allein im Vorraum. Patrick rennt um mich herum im Kreis, ich sage meinen Namen, er bleibt kurz stehen, rennt weit, ich drehe mich um, die eigene Achse. Dann rempelt Mesut mich von hinten an, ich falle, die Brille fliegt davon. Splittert auf dem Boden, ich liege am Boden, stehe auf, hebe die Brille auf. Ein Glas ist zersplittert, was soll das? Mesut ist einen Kopf größer als ich, mit 14 Jahren eine andere Gewichtsklasse. Was soll ich denken, was soll ich sagen, ich weiß nicht, was hier geschieht. Weshalb hast du das getan? Was geht in dir vor? Er dreht sich um, sagt, er wolle Patrick beschützen. Wer weiß, was es bedeutet, versuche ruhig zu sein, bin es nicht in diesem Moment, Ende der Gewohnheit. Etwas geschieht im Raum, es muss geordnet werden, sortiert. Die Brille, ich aus dem Nichts zu Boden gestoßen, was geschieht hier? Ich sage, ich habe euch nichts getan, ich nehme die Brille, setze sie auf. Ein Glas in Einzelteilen auf dem Boden splittert und durcheinander, verliert sich die Ruhe schneller als gedacht, rennen die Kinder davon,
Ich denke, ich gehe besser zurück ins Büro. Also ich muss mich ja schon ein bisschen daran gewöhnen, an diese Schreibweise. Es ist enorm schwierig, manchmal auch zu lesen. Stelle ich fest, weil es sozusagen überhaupt keine Ruhe gibt. Also, ja. Wenn ich unterbrechen darf, das ist mir jetzt aufgefallen. Ich habe das Buch ja gelesen. Ja. Und beim Vorlesen hört sich das ganz anders an. Man versteht es ganz anders, als wenn man das nur so für sich liest. Das kommt bei mir hervorragend darüber, wie du das liest auch. Also ich merke gewissermaßen, wie sozusagen das so eine geballte Ladung einfach ist. Ne? Also, einfach vom Lesen jetzt. Ne? Dass man einfach sozusagen an diesem Punkt und dann, es gibt einfach, man kann gar keinen Atem holen, aber es ist eben so. Ne? Das ist eben dieses Leben. Das ist wahrscheinlich, dass man kaum Atem hat. Ja. Und jetzt habe ich auch keinen Wasser. Aber das wäre auch, wenn ich einen Wasser hätte. Ja. Durch die Glastür. Patrick rennt durch die Glastür der Küche, fügt sich tiefe Schnittwunden am Handgelenk zu. Plötzlich ist er ausgerastet, vielleicht hat er das Glas nicht gesehen. Komplett durchgebrochen, das Blut spritzt auf dem Boden in die Scherben. Der Notarzt kommt nach 10 Minuten. Sagt, er könne von Glück sagen, dass keine Schlagader durchtrennt wurde, dann nimmt er ihn mit. Patrick muss genäht werden. Barbara kocht erst einmal weiter. Keiner kann sagen, was eigentlich geschehen ist. Plötzlich rannte er los durch die Türe, die augenblicklich splitterte, ihm die Handgelenke aufschlitzte. Der Notarzt meldet sich telefonisch. Patrick wird ins Krankenhaus eingewiesen. Wir wissen es nicht, wie lange. Sandra kehrt die Glasscherben zusammen, schickt die anderen Kinder auf ihre Zimmer. Meine Hände zittern. Die Nerven nehme ich an. Sie sagen, jetzt ist es genug, bereits vollkommen, jegliche Kontrolle verloren. Nach wenigen Tagen, die Psychologin ist auf Fortbildung. Wie reagieren? Vielleicht einen Boxsack aufhängen? Zur Abreaktion, wer weiß, es soll noch eine Schulung für mich geben die neuen Mitarbeiter das limbische System, die neurologische Komponente der Wahrnehmung. Auf dem Dorf ist morgens der Nebel noch dichter. Michael soll bald wieder in die Kinderpsychiatrie eingewiesen werden. Wenn er so weitergeht wie heute, hat er einen der letzten Stühle zu Kleinholz zertreten. Verstört, nichts anderes gilt, zerstört sein Zerstören, Stühle sich wie von selbst aus Angst, zu viel ist klar, die Kinder haben kein Schmerzempfinden. Wenn sie mit den Fäusten gegen die Wand schlagen, bis die kleinen Knochen brechen, oder Glastüren rennen, bis die Handgelenke aufschlitzen, es gibt keine Vernunft, gibt Kleinholz. Vielen Dank, das ist nett. Kleinholz, Bauchtritte, nichts ist gerettet, erlöst, keine Frage, nichts ist geklärt. Wofür sind wir schuldig gesprochen? Von wem? Abnabelung, verhaftet, ausgesetzt, geschlagen, verbrannt, versperrt, die Ruhe ist verschwunden, vollkommen. Die Stille hat sich verabschiedet. Unangreifbar, wem sage ich das? Was hier geschieht in der Realität, wo sonst soll es sein? Was sage ich, wo die Kinder namentlich vorgestellt wurden mit Gewalterfahrung? Hier bin ich gelandet. In einem winterlichen Dorf, nicht mehr lange, und es ist Weihnachten. Hierher hat es mich verschlagen hinter die Linien. Erfahrungen überspringe die Satzzeichen. Weshalb überspringen wir uns nicht selbst? Im Angesicht dieses Elends spielen wir uns vor, es käme auf uns an. Wissen nichts von uns, spielen uns auf, dass wir es wären, sagen, es käme auf uns an. Als gäbe es keinen Bau ohne uns, keinen Schneefall, Planeten vor uns, nach uns.
Patrick, kann ich mit dir reden? Was geschah? Ich würde es gerne verstehen. Willst du es mir sagen? Patrick schaut mich an. Ich will nicht reden, sagt er. Vielleicht später, frage ich morgen. Wann du willst, sie haben ihm die Handgelenke genäht. Er trägt einen Verband um die Gelenke. Will nicht darüber sprechen. Die anderen Kinder wollen die Narben sehen. Der Verband muss aber dranbleiben. Hast du gehört, Patrick? Was hat der Arzt gesagt? Mindestens eine Woche. Patrick schaut auf seine Verbände. Wir können ja darüber sprechen, wenn du willst, sage ich. Und er verschwindet. Devon hat heute Geburtstag. Er reißt sein Geburtstagsgeschenk auf, nimmt ein Paket heraus, reißt es auf und es kommt eine kleine Drohne mit 4 Propellern zum Vorschein. Benjamin flippt vollkommen aus, als er das Geschenk sieht. Er kann es nicht ertragen, wenn andere etwas bekommen und er nichts bekommt. Wird gesagt, ein Wintersturm zieht heran, was ich höre, dass die Kinder keine Liebe bekamen. Verständnis brauchen Zuneigung. Dass es mich betrifft, nehme ich an, ich nicht mehr fliehen kann. Hier gelandet bin nach langer Wegstrecke aus der eigenen Kindheit, sozusagen. Angekommen in dieser Stunde der offenen Wunden, der Narbenschreie bei diesen Kindern. Bis nach Weihnachten bin ich hier eingeteilt. Über Neujahr geht mein Dienst, als würde es schon heute in Scherben sein, was mich ausmacht, stabil hält. Was soll ich sagen? Gehalten hat mich, was mich hielt, das da gewesene, womöglich wie gewohnt, bevor ich hierher kam, eine schöne Landschaft, ein ruhiger Sonntagsspaziergang um die gewohnten Ecken, die alten Klassiker, ein gutes Essen womöglich. Was soll ich sagen? Bruchstücke. Sind es, wie soll das gehen, Weihnachten, Neujahr, hier, bei diesen Kindern, mit diesen Schreien im Ohr, das Geräusch von zersplitterndem Holzglas, in den Zimmern Blutspritzer, aus den Schränken, auf den Böden, an den Wänden, die gehen nicht mehr raus, wird gesagt, können nicht beseitigt werden. Dafür gibt es kein Fleckenmittel. Am nächsten Tag ein Aufbruch in die Wirklichkeit. Wenn die Worte fehlen, der Raum sich von vor Schmerzen krümmt, die Zeit nicht vergehen will. Benjamin muss mit dem Notarztwagen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Das Blut lief ihm aus dem Penis, nachdem ihm Cedric auf den Bauch gesprungen war. Dabei muss etwas innerlich gerissen sein. Nächster Tag, die Nachricht, keine inneren Organe sind verletzt, sie werden ihn nicht lange behalten, die Betten sind belegt, nur ein inneres Blutgefäß geplatzt, unbedeutend. Benjamin ist wieder zurück, es wird schon selbst wieder zusammenwachsen, wurde gesagt, keine schwerwiegenden inneren Verletzungen. Patrick. Schon wieder er steht mit seinen kurzen Beinen breitbeinig da. Wollen wir reden, Patrick? Ich weiß, er will jetzt nicht reden, weiß nicht, was er will. Benjamin kommt herein und geht in sein Zimmer. Sandra ist mit den anderen in der Küche beschäftigt. Mesut steht plötzlich im Türrahmen. Patrick rennt wieder auf mich zu, wie ich es schon einmal erlebte. Ich weiß, was er will und sage, dann komm eben, wenn du nicht anders kannst. Er rennt und holt zum ersten Schlag aus. Ich fange ihn ein, ziehe ihn an mich heran, umarme ihn mit aller Kraft. Er stellt mir ein Bein, wir stürzen zu Boden. Ich lasse meine Umarmung nicht los, schlinge am Boden liegend meine Beine um seine Beine, halte ihn fest. Er zappelt. Er schlägt mit dem Kopf nach oben, aber ich halte ihn fest, spreche ihn an. Patrick, siehst du, ich bin stärker als du, bin größer und stärker. Wenn ich will, kannst du mir nichts tun. Und ich will dir auch nichts tun, verstehst du? Patrick, ich will dich nicht schlagen, werde dich nicht schlagen, verstehst du? Wie ich nicht von dir geschlagen werden will. Er zappelt. Ich halte ihn oberhalb seiner Handgelenke, seiner Handverbände fest. Dann sehe ich von Weitem, wie Mesut auf uns zukommt, während ich Patrick nun fest
in meinem Heilbegriff habe und weiter spreche. Ich will